Bauernpräsident droht. Kampf gegen letzten Berliner AfD-Stadtrat. Und mal wieder eine Strafanzeige gegen Karchen. Dies und noch viel mehr nach dem charmantesten Intro hier. Abonniert uns, drückt den Daumen nach oben, kommentiert für den Algorithmus und vergesst ja nicht zu teilen, damit wir mehr so großartige Menschen wie euch da draußen erreichen. Schluss mit dem Gesabbel, Schluss mit der Werbung. Auf geht's! So ihr Lieben, wir sind ein bisschen spät dran und ich würde sagen, direkt los. Joachim Rückwied, wir alle kennen ihn. Der Bauernpräsident, er droht jetzt mit einer Rückkehr der Traktoren auf der Straße. Aber warum das Ganze? Weil die deutsche Regierung plant, den Agrardiesel nun zu streichen. Ein Steuervorteil, der den Bauern bisher hilft, finanziell über die Runden zu kommen. Rückwied selbst sieht die deutschen Bauern im Nachteil gegenüber ihren europäischen Kollegen wie in Belgien, wo der Agrardiesel gar nicht besteuert wird. Ihr habt richtig gehört, gar nicht. Wenn's sein muss, sind wir ruckzuck wieder auf der Straße, sagt Rückwied. Das könnte natürlich bedeuten Traktoren überall, ihr wisst es. Bereits im Januar gab es massive Proteste gegen Kürzungen in der Landwirtschaft. Die Regierung knickte teilweise ein, teilweise aber. Beim Diesel bleibt's hart. Also Leute, schnallt euch an, es könnte rumpelig werden auf Deutschlandstraßen. Aber nicht zu vergessen, nehmt's ihnen nicht übel. Sie kämpfen auch für euch da draußen. Ja, das ist das erste Mal gelesen, da habe ich mich ein bisschen gewundert. Hat doch gerade die deutsche Landwirtschaft bereits heute mit die höchsten Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutzstandards der Welt. Nein, es geht hier um ganz etwas anderes. Nur wenige Wochen nach der von Ihnen beschlossenen Steuererhöhung für Agrardiesel wollen Sie die deutschen Bauernfamilien allen Ernstes schon wieder mit neuen Überregulierungen, neuer Überwachung und noch mehr Bürokratie überfrachten. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und hier kommt die Geschichte vom letzten AfD-Stadtrat in Berlin, der kurz davor steht, seinen Job zu verlieren. In Berlin-Treptow, Köpenick, soll Bernd Geschanowski, heißt er, genau, Geschanowski, ein altgedienter Politiker der AfD durch eine Zweidrittelmehrheit abgewählt werden. Die interessante Wendung. Der Mann hat eigentlich nichts falsch gemacht. Seine Vorschläge fanden sogar eigentlich Zustimmung. Mainstreams zeigt. Jeder soll plötzlich irgendwie alles sein können, alles sein dürfen, jederzeit und sogar rückwirkend die gesamte eigene Geschichte verleugnend. Ein Mann wird aber nicht zur Frau, wenn er sich eine Perücke aufsetzt und ein klischeehaft tief ausgeschnittenes Kleid anzieht, das in Wahrheit nur seine eigenen Stereotype von Weiblichkeit nach außen spiegelt, meine Damen und Herren. Doch so wie es scheint, geht es weniger um seine Leistung als um seine Parteizugehörigkeit. Denn die SPD, Grüne und Linke sehen hier eine Chance zur maximalen Abgrenzung, weil die AfD für kontroverse Ideen steht. Selbst die CDU, die sich anfangs zögerlich zeigte, will jetzt zustimmen. Bernd Geschanowski, der seit 2016 im Amt ist und 2021 wiedergewählt wurde, steht somit auf der Abschussliste. Und das alles, weil er zur falschen Partei gehört. Wird auch nicht zum Mann, wenn sie sich die Haare etwas kürzer schneidet, etwas breitbeiniger geht und von sich behauptet, so, nun bin ich halt ein Mann. Und ein Mann oder eine Frau werden auch nicht irgendetwas ganz anderes, wenn sie sich selbst einem der neu erfundenen zahllosen Geschlechter für zugehörig erklären. Das alles ist ideologischer Unfug, meine Damen und Herren. Und weiter geht's. Ein weltführender Maschinenbauer aus Heilbronn-Illig hat Insolvenz angemeldet. Die Corona-Pandemie hatte finanzielle Engpässe verursacht.
Wie bei so vielen eigentlich heutzutage, oder? Die übrigens bis heute noch andauern. Trotz der Insolvenzanmeldung, die vom Amtsgericht genehmigt wurde, besteht Hoffnung. Das Unternehmen soll nicht zerschlagen werden. Die Suche nach einem Investor und zusätzlichem Kapital ist nun entscheidend. Über 500 Mitarbeiter wurden informiert, dass der Betrieb vorerst normal weiterlaufen wird, während die IG Metall sich für die Sicherung der Arbeitsplätze einsetzt. Habeck würde ich Folgendes sagen. Herr Habeck, Sie müssen sich die richtigen Berater suchen. Sie dürfen sich nicht Leute suchen, die Ihnen alle gefallen und die Sie davon irgendwo dazu bekommen, die alles wahrscheinlich interessante Persönlichkeiten sind, sondern ich würde mir Fachleute hören. Und dann wäre manches, was hier bei der Energiewende schiefgelaufen ist, wäre dann vielleicht nicht schiefgelaufen, wenn man mit den richtigen Leuten sich umgegen hätte und zugehört hätte. Dass sowas bei Maischberger überhaupt thematisiert wird, das staune ich ja. Naja, kommen wir weiter. Berlin hat ganz plötzlich 1,2 Milliarden Euro mehr und plant nun Kürzungen im Haushalt, die Polizeigewerkschaft in Aufregung versetzen. Ach, wieso nur? Sie befürchtet, dass die Einsparung von 2% pro Senatsverwaltung die innere Sicherheit gefährden könnten. Am Wochenende hat man mich komisch angeguckt, als ich sagte, diese Figuren haben höchstens ein IQ von 90. Ich habe hier gerade im Internet den Beweis dafür gefunden. Passt auf. Ja. Definitiv. Von der Erfindung des Rades. Oh, ich glaube, das könnten tatsächlich die neuen Fachkräfte sein. Aber Schwamm drüber. Wir haben ja genug. Wir kommen einfach mal weiter jetzt. Die Innensenatorin Iris Spranger versuchte zu beruhigen, indem sie betonte, dass keine Personalstellen gestrichen werden. Aber ihre Verwaltung müsse trotzdem 62 Millionen Euro einsparen. Dies könnte laut Spranger schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit haben, da sich die Sicherheitslage täglich ändern könne. Aber wisst ihr was? Lass doch mal einen altbekannten und weiteren politischen Experten sprechen. Eine der großen Ursachen ist die Wahrnehmung unserer Rechtsstaat als schwach. Menschen, die aus Ländern kommen, die super autoritär funktionieren, die in ihren Familien patriarchalische Strukturen erlebt haben, die andere Erfahrungen mit ganz anderen undemokratischen Polizei gemacht haben. Sie kommen hier nach Deutschland, machen die Erfahrungen, dass alles irgendwie durchgeht, dass sie kaum Konsequenzen spüren und dass diese Zielgruppe von Straftätern erleben das als Einladung weiterzumachen. Und das wussten wir natürlich alles nicht vorher. Wie kann das nur sein? Kommen wir weiter. Karlchen verkauft sein Elternhaus, den historischen Jägerhof in Oberzier. Oberzier. Hört sich auch schön an, ne? Oberzier. Der charmante Rundturm, umgeben von hohen Bäumen, ist seit 1985 teilweise denkmalgeschützt und liegt auf einem 2700 Quadratmeter großen Grundstück. Für 520.000 Euro steht es nun zum Verkauf, mit der Möglichkeit, zusätzliches Land zu erwerben. Die lokale Gemeinde hofft, dass eine Stiftung das Anwesen kauft, da es für ihr Budget etwas zu teuer ist, sagen wir es so. Zunächst einmal zum Stand der Reform. Wir sind jetzt in der Zielgeraden. Wir haben heute noch einmal zusammengezählt, wie viele Treffen es jetzt insgesamt mit Ländern, Kommunen, Experten, mit der Selbstverwaltung über diese Reform gegeben hat. Wir kommen auf mittlerweile über 90 Treffen. Das heißt, wir haben hier anderthalb Jahre sehr intensiv gearbeitet. Das ist eine riesige Reform, aber es ist auch eine sehr gute Reform. Also ich muss jetzt tatsächlich mal ganz klar sagen, dass der Preis von dieser Immobilie gar nicht so teuer ist. Naja, er wird ja auch die Taschen voll haben schon, ne? Wissen wir ja alle. Aber wisst ihr was? Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Namensspiel. Mit der Hilfe natürlich von Wikipedia. Gertrud Lauterbach war eine geborene Würz. Würz ist der Name einer deutschen Unternehmerfamilie aus Stolberg im Rheinland, die als Gründer des Kosmetikherstellers Meurer und Würz der Waschmittelfabrik, jetzt haltet euch fest, Dali-Werke und jetzt kommt's,
und das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH, aber auch durch den Contergan-Skandal einen internationalen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Na, läutet da was ein bei euch? Haha, erwischt. Es klärt sich immer mehr, also dass mittlerweile auch die Kommunen, mit denen wir heute gesprochen haben, wir werden heute Nachmittag mit den Spitzen der Selbstverwaltung reden. Morgen haben wir Praktiker aus zahlreichen Krankenhäusern, ländliche Krankenhäuser, große Krankenhäuser zusammen. Es klärt sich aber immer mehr, dass die Reform jetzt erwartet wird und dass auch die Frage kommt, wann kommt die Reform? Also ist der Zeitplan zu halten. Dazu haben wir eben noch einmal vorgetragen. Zeitplan wird gehalten werden. Bleiben wir doch gleich beim Thema. In einer neuen Entwicklung hat Sören Pellmann von der Partei Die Linke Strafanzeige gegen Karrchen gestellt. Der Verdacht lautet auf Untreue und Bestechlichkeit in Zusammenhang mit einer teuren Werbekampagne für die Covid-Impfstoffe bzw. Impfung, die angeblich nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben wurden. Natürlich ganz angeblich. Wir haben 50.000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten 10 Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren flächendeckend die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Wir werden eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen. Da könnten auch die Kioske eine wichtige Rolle spielen. Aber wir müssen insbesondere, und das ist in dem Gesetzentwurf auch vorgesehen, etwas für die Hausärzte tun, weil wir werden einen Mangel an Hausärzten haben. Das kann man sich noch gar nicht richtig vorstellen. Tja, und welche Politik hat es verursacht? Na, schreibt's mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, die einen oder anderen von euch müssen nicht lange überlegen. Das Ministerium weist natürlich die Vorwürfe zurück, betont, dass alle Vergabe- und vertragsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und dass der Großteil der Kosten für Werbematerialien bestimmt war. Die Diskussion um die Angelegenheit und weitere Maßnahmen während der Corona-Zeit bleibt natürlich aus politischer Sicht weiterhin ein heißes Thema. Wir können abwarten. Aber wisst ihr was? Wir haben noch was zur Erinnerung. Viel Spaß. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, indem ich sage, also ihr könnt sonst könnt ihr nicht raus. Und die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Ich glaube, dass wir den Kindern das Impfangebot machen sollten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfung unter Umständen eben nicht nur gesund ist für die Kinder. Somit wir reagieren schon darauf, wenn wir ein Problem sehen bei der Impfung, dann wird das gelöst und die Impfung wird angepasst. Die Impfstoffe, die nicht so gut sind, die werden dann auch nicht mehr genutzt. Das Internet kann so böse sein. Wir haben das Internet. Und wir vergessen nicht. Wie üblich natürlich, Leute, gibt es jetzt das kleine Abschlussvideo. 16.14 Uhr, schaffen wir das noch? Schauen wir mal. Lehnt euch zurück, genießt die Show. Einen wunderschönen Feierabend. Um jeden Bauern, der gegen diese neuen Vorschriften verstößt, selbst wenn er es unbewusst macht, wollen sie hart sanktionieren. Und das ist unfassbar, meine Damen und Herren. Wir reden ja hier immerhin von der fleißigen Berufsgruppe, die Tag für Tag gewährleistet, dass wir qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel auf den Tisch haben. Was ist denn aus Ihren blumigen Versprechungen an die Landwirte geworden, die Sie alle hier noch vor wenigen Wochen abgegeben haben? Scheinbar leider wieder alles heiße Luft und längst vergessen und verdrängt. Sie sollten sich dafür schämen. Diese neuen Gängelungen haben die deutschen Bauernfamilien nicht verdient, mit uns jedenfalls nicht zu verhandeln. Und da muss an dieser Stelle schon einmal die Frage gestellt werden, wer der Ampel eigentlich das Recht gibt, die fachlich hochqualifizierten deutschen Landwirte unter eine Art Generalverdacht zu stellen, denn bei der sie sich selbst gelten denn offensichtlich keinerlei vergleichbare Maßstäbe. Da kann sich auf der Regierungsplatz jeder hinsetzen, ob er die fachliche Kompetenz hat oder nicht. Da blamiert sich ausgerechnet der Landwirtschaftsminister damit, dass er denkt, die Bambuspflanzen auf seinem Balkon seien ein Buffet für Bienen und Insekten. Naja, nicht lachen, liebe Union, nach Julia Klöckners Weizenbiene, jetzt also die Bambusbiene, das sind dann
das sind dann die Menschen, die hochqualifizierten landwirtschaftlichen Fachkräften erklären wollen, wie sie eine sozialverträgliche Landwirtschaft aussehen soll. Meine Damen und Herren, weniger öffentlich-rechtlicher Rundfunk gucken, weil das ZDF wurde auch den Scheiß gebracht mit der Weizenbiene, sondern vernünftig fortbilden, aufs Feld gehen, mit den Leuten reden, mit den Landwirten reden, dann wird es vielleicht auch mit der Landwirtschaftspolitik. In dem Sinne, tun Sie uns bitte alle einen Gefallen und vor allem den Landwirten einen Gefallen. Treten Sie sofort zurück. Deutschland braucht endlich eine kompetente Regierung und die gibt es eben nur mit der AfD. Es ist höchste Zeit für Neuwahlen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, ihr Lieben, dann haben wir es ja so gerade noch geschafft. Ich würde sagen, für heute haben wir es erstmal durch. Verpasst auf jeden Fall nicht unsere nächsten Videos. Wir hoffen, euch hat dieses Video natürlich wie immer gefallen. Und damit wir wachsen können, brauchen wir euch. Also lasst unbedingt ein kostenloses Abo da, drückt den Daumen nach oben, kommentiert wie die Wilden, ihr wisst es. Ich sag, bis morgen in alter Frische, euer Tobi von Schnitte TV. Ciao!